Hallo und willkommen zurück. Ich darf euch heute alle wieder begrüßen zu einem neuen Produktreview, was jetzt diesmal keine Pomade ist. Da arbeite ich gerade mal an einer Zusammenstellung aller tatsächlichen Firmenpomaden. Deswegen wird sich das sozusagen noch das nächste Video wahrscheinlich ein bisschen nach hinten verzögern oder verziehen. Ich kann es einfach doch einiges zusammenzustellen habe, beziehungsweise einiges zu testen habe, weil ich auch die US-amerikanischen bzw. angloamerikanischen Produkte gerne integrieren möchte in dieses Video. Heute allerdings soll es um die Firma Bandido gehen. Kurz zur Geschichte mit dieser Firma, die mich dahingehend verbindet, ist, bevor ich Pomaden entdeckt habe, habe ich vor allem bei meinem türkischen Barbier diese Firma entdeckt. Kurz ein bisschen zum Hintergrund. Die Firma gehört einem saudi-arabischen Besitzer, die allerdings ihr Hauptquartier in der Türkei haben und da auch ihre Produkte herstellen. Ihre Haarprodukte kennzeichnen sich vor allem durch wirkliche Duftöle, die wir von den Pomaden kennen. Allerdings sind die leider Gottes von den Inhaltsstoffen her weder gesund noch sind es irgendwie, wie soll ich das nennen, überhaupt den Pomaden zuordnenbare Haarprodukte. Es ist vor allem ein typisch klassisches Haargel, meistens Haarwachs. Ähnlich wie wir es in den Discountern bzw. Drogerieläden bekommen. Allerdings hat diese Firma tatsächlich ein wirklich Weltklasse-Produkt. Und das würde ich euch heute gerne präsentieren, denn es ist nämlich das Aftershave Cream. Ich habe hier den Fresh Scent, den gibt es auch noch in, ich glaube, es gibt noch in zwei andere Duftnoten. Ist allerdings wirklich, wirklich, wirklich für Leute, die vor allem beim Rasieren eine empfindliche Haut haben, sehr, 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 sehr mild und sehr, sehr desensitivierend. Das heißt also, man hat jetzt nicht den großartigen Rasurbrand oder Ähnliches. Wie gesagt, leider von den Haarprodukten her sind sie nicht nur von den Inhaltsstoffen her, sondern eben auch, ich sage mal so, von der Verträglichkeit her nicht gut. Das muss man ehrlicherweise sagen. Allerdings, wie gesagt, haben sie dieses Produkt, was wirklich, muss man sagen, vieles schlägt. Es kommt dem Bone Crusher Haaröl in der Aftershave-Wirkung relativ nahe. Bei dem ist nur, wie gesagt, der Unterschied, es hat längst nicht so einen angenehmen Duft, aber auch leider, muss man sagen, längst nicht so viel gesunde Inhaltsstoffe. Allerdings vom Effekt her, muss man sagen, gerade für Leute mit sensibler Haut, ist das ein Produkt, wo ich sage, das hat mich wirklich überrascht. Also ich habe wirklich, und da kann ich wirklich sagen, ich habe von Bandido wirklich fast alles durchgetestet. Also Shampoo, Aftershave, eben die Aftershave Cream und eben die verschiedenen Haarwachse und Gele. Wie gesagt, ich habe es damals noch benutzt, weil ich nicht wusste, dass es den Pomade-Shop gibt. Muss aber sagen, wirklich das Einzige, wo ich sage, das ist wirklich echt hammergut, das ist dieses Produkt, das Aftershave Cream. In diesem Sinne gibt es eben, wie gesagt, heute ein etwas kürzeres Video. Man kann dazu nur sagen, dass es sicherlich, wer jetzt sozusagen nach dem Rasieren ebenfalls Probleme hat eben und mit diesen ganz klassischen Aftershave-Cremen eben den normalen Rasurbrand hat, der wird hierbei sicherlich eine gute Option finden. Von den Haarprodukten her leider überhaupt nicht. Für die Zukunft darf ich euch in Aussicht stellen, wie gesagt, ich arbeite derzeit noch an einem Firm-Pomade-Video. Das soll dahingehend aber nach Möglichkeit eben alle Firm-Pomaden, die sozusagen für uns eben im deutschsprachigen Raum erhältlich sind, umfassen. Deswegen bin ich derzeit dabei, dass es, wird es sich vermutlich, ich sag mal mindestens wahrscheinlich noch eine Woche rausziehen. Deswegen bitte ich euch da um ein bisschen Geduld. Deswegen darf ich wieder einmal abschließen. Ich hoffe, es geht euch allen gut, ihr seid gesund und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.